Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Heute mal wieder als Survivor zusammen mit Rabenherz. Ja, guten Morgen mal wieder. Und Rabenherz nimmt diese Runde auch auf. Und wenn ihr das Ganze aus ihrer Sicht sehen wollt, dann schaut doch gerne mal auf ihrem Kanal vorbei. Ich verlinke sowohl das Video als auch den Kanal in der Videobeschreibung. Ja, schaut kräftig vorbei. Weg. Was? Lass dich aufdecken, danke. Was aufwecken? Wen haben wir denn? Wir haben doch nicht Freddy. Ghost Base! Kacke! Ah! Ach, aufdecken! Okay. Aufdecken! Oh, vor der Bluthütte ist auf jeden Fall ein brennendes Totem. Okay. Das hat er gerade geprüft. Ich mach gerade mein zweites normales. Und da vorne sehe ich noch ein normales. Kacke! Oh! Hui, das ging schnell! Ja, ich bin blöd an der Palette eben hängen geblieben. Aber ich weiß gar nicht, ob es Ruin ist. Ich hab jetzt. Ich auch nicht, aber es brennt, glaube ich. Ich hab bis jetzt nur Totems gemacht. Ja. Er geht hinter die Bluthütte. So, wo ist er denn, der Gute? Ich habe meine Perks nicht geändert, ich habe immer noch Flink dabei. Okay. Das ist wohl weg. War nicht das Totem, was ich meinte. Okay. Wo ist das, wo du gemeint hast? Neben der Bluthütte. Auf welcher Seite neben der Bluthütte? Du rennst geradewegs drauf zu, bei den Reifen. Ah, sehr gut. Aber bei Ghostface bin ich... Was? Zumindest meine ich das. Bin ich immer so paranoid. Ich habe immer das Gefühl, der hockt jetzt irgendwo und beobachtet mich. Ja, aber er war gerade noch hier bei Claudette. Hab ich mich denn total verguckt? Oh, Moment. Da ist er ja. Ich bin direkt nebendran. Ja, ich stand hier. Ach, dann war das gar kein... Taschenlampen safe! Er war... Na, verdammt. Zu früh. Oder zu spät, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ging die Blendung durch und er hat es nicht fallen lassen. Oh. Also das, was ich für ein brennendes Totem hielt, war eine Tonne. Ah, okay, das erklärt so einiges. Aber Claudette hat es ja trotzdem gefunden. Ich geh mal zu Claudette. Oh, wir müssen jetzt mal mit Generatoren... Ah, da bist ja du, hi. Hi. So, Gruppen heilen. Alter, war schön, hat er, wie sagt man, so schön. Kriegen Besuch. Wo ist er denn? Da ist er ja. Hi! Hui! Oh, ich mach mal noch einen Totem weg. Aber es brennt nicht. Dann sind wir bei 4, ne? Oder wie viele hast du bisher gemacht? Ich hab 3 plus das Brennende sind 4 und wenn du noch eins machst, sind alle weg. Yay, kein Blöd! Nope, so nicht, mein Freund. Der Heartbeat ist genervt. Boah, ich könnte mal eine Palette oder sowas gebrauchen. Da ist doch eine. Die Scheckpalette musst du auch noch stehen. Boah, der wird mich so hassen, der Typ. Mit Sicherheit. Nein, jetzt hat er mich. Ach, da hinten. Ah, vielleicht nehme ich auch einfach frontal raus nachher. Ja, gleich. Ja, gleich. Den habe ich noch nie benutzt im Park. Ich habe mit Jane dabei gehabt fürs Achievement. Der geht zu irgendjemandem an den Generator. Ist der verletzt, der die das verletzte. Okay, ich hol dich. Den habe ich mit Jane dabei gehabt fürs Achievement, aber ich glaube nie eingesetzt in der Runde. Ja, ich mag den Perk. Er ist eigentlich nur da, um Killer abzufacken. Ja.
Nein, ich kann dir gleich mal einen Clip schicken. Mhm. Da habe ich es damit ein bisschen was übertrieben. Die Runde habe ich auch nicht überlebt. Aber. Ja. Warum denn? Naja, sagen wir es so. Es war Larrys. Ja. Gerne. Es war ein. Billy. Okay. Oh, der hat meinen Generator fertig gemacht. Der biegt da ab. Oh, der will mich. Oi, 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 oi. Hallo, mein Freund. Nee. Ja, komm, tunnel mich. Noch habe ich meinen Strike. Komm, bitte, heb mich auf. Heb mich auf. So. Naja, ich habe geguckt, ob er jetzt vielleicht doch AFK ist oder ob er gleich disconnected. Hat er mich gehauen? Mhm. Hat nicht realisiert, dass ich mit Schnell und Leise in den Schrank rein bin. Und dann habe ich ihn das erste Mal damit gestunt. Und danach hat er mich natürlich bekommen, hat mich aufgehuckt, wurde ich abgehängt. Und ja, dann hat er mich getunnelt mit BT. Dann hat er erstmal meinen D-Strike abbekommen. Anschließend die Palette in den Nacken. Und dann nochmal den Schrank. Das ist doch schön. Ja. Da freut man sich doch als Killer. Ja. Oh, komm. Nein, verdammt. Der Haken hätte einen Meter weiter weg sein müssen. Geht Richtung Bluthütte? Nein, geht dran vorbei. Ich weiß es nicht, was da dran ist. Nee, geht dran vorbei. Okay. Vielleicht muss er Leute anpinkeln. Oh, Kacke, hi. Die Claudette kommt zu mir. Ja. Den David, der war noch nicht. Es war, ist doch ein David, oder? Es war, glaube ich, ein David dabei, ja. Verdammt! Hast du Adrenalin dabei oder so? Nö. Okay. Ich könnte jetzt auch in den Keller kommen. Oder erst in der Bluthütte. Weiß ich gerade nicht. Ich will jetzt den Gen durchziehen, weil ich habe Adrenalin dabei. Ja. Er geht in Richtung Check, dran vorbei, zum David. Okay, da kann er von mir aus hingehen. Adrenalin! Oh, ich liebe diesen Perk so sehr. Ich hab mich schon so auf den Arsch gerettet. Adrenalin ist schon echt stark. Ich komme meistens gar nicht so weit, dass ich es einsetzen könnte. Ich hab dich aufgedeckt. Haha. Und da geht er zum Ausgang. Ja, überprüft den Ausgang. Ach nein, mach das Tor nicht auf. Sah kurz so aus, als würde er dagegen hauen wollen. Er rennt der Claudette nach. Ja, ich hab alles im Blick. Okay. Ich komm mal zu dir. Heilen oder Tor aufmachen? Erstmal weggehen, weil sie sind gar nicht so unweit von mir entfernt. Ja, also hinter mir. Guck dich trotzdem ab wegen BT. Ja. Freundlich. Hast du Selfcare? Nein. Okay. Ach, guck mal, wer da ist. Da guckt er jetzt, da lunzt er jetzt um die Ecke. Nein, doch nicht. Er hat auf jeden Fall kein Nöt. Ja. Hast du gestunt? Ja. Ich bin ein Miststück. Aber wenn er dich doch jetzt hat, bist du doch tot, oder? Ich hab noch einen D-Strike. Okay. Oh, der Ausgang ist offen. Komm her, komm her. Nein! Ja, also D-Strike und so. Wenn er mich aufheben würde. Oh nein, ah scheiße. Ich glaube, ich muss jetzt raus. Ich werde da nicht viel machen können jetzt. Kein Problem, ich kriege. Hier ist auch die Luke, wo ich gerade bin, Richtung dem Ausgang. Okay. Da ist er ja. Ich habe ihn angeguckt. Ja, nee, da kann ich. Ich komme hier nicht mehr weg. Kein Problem. Ja, nee. Ich habe Dead Heart benutzt! Ich habe Dead Heart benutzt! Oh, dieses Spiel, ne? Also ich bin noch erschöpft von Adrenalin, ich voll Idiot. Okay, ja. Den Tod habe ich verdient. Das ist das Problem, wenn man mit drei Exhaustion Perks spielt. Ich habe keine Ahnung, ob er die Luke gesehen hat. Falls nicht, da wo ich hänge, ist die Luke. Ja. Versuch mal hinzukriechen. Ich versuche mein Glück. Ach, Mann. Okay, er hat die Luke gesehen. Ärgerlich. Oh, nicht aufdecken. Nicht aufdecken, Ace. Noch kannst du dran vorbeisneaken. Du schaffst das.
Hätten die nicht den anderen auch noch aufmachen können? Verdammt. Dann wäre der Killer. Oh oh. Na, jetzt hat er, jetzt weiß er, dass du in der Nähe bist. Dann decke ich ihn halt auf. Lass dich aufdecken, verdammt. Ja, Mann, nicht immer nur ansaugen. Aufgedeckt, sehr schön. Ja. Schade. Ja, war aber lustig, die Runde. Ja, eine sehr amüsante Runde, ja. Den Tod hat ich auch absolut verdient. Die anderen, die sind beide rausgekommen. Ja. Also. Hätte die Claudette noch aufheben können, aber keine Ahnung, weshalb er es nicht getan hat. Der wollte mich. Okay, gepippt. Mann, ich muss doch hier drauf drücken. Ab und zu klappt es mit Enter und ab und zu nicht. Läuft doch Punkte. Ich darf sterben. Ich bin der schlechteste Rang hier. Level up. Okay, jo. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Wenn ja, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann sagt mir bitte warum. Und wenn ihr mehr sehen wollt, lasst doch gerne mal ein Abo da und schaut auch auf jeden Fall bei Rabenherz vorbei. Wie gesagt, der Link ist in der Videobeschreibung. So rum jetzt. Jetzt haben wir es doch. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal bei Dead by Daylight. Haut rein. Ciao, ciao.